Willkommen und hallo, liebe Mystery-Freunde. Natürlich kennt ihr alle die Idee der Präastronautik, der Astronautengötter oder, wie es so neudeutsch ganz gerne mal gesagt wird, der Ancient Aliens. Das sagt ja im Grunde genommen nur eins aus, und zwar, dass vor vielen Jahrtausenden, wann ist unbekannt, irgendwann einmal Außerirdische aus dem Universum zu unseren Vorfahren gekommen sind. Sie wurden als Götter verehrt oder als überirdische Wesen, und sie haben direkt oder indirekt die kulturelle Entwicklung der Menschheit, der Zivilisationen, Mehrzahl, irgendwie beeinflusst, manipuliert, vielleicht sogar die ganze Menschheit bewusst manipuliert, sogar genetisch manipuliert. All das wird seit vielen Jahrzehnten spekuliert. Und so sind das natürlich auch hochinteressante Überlegungen und Ideen und Gedankengänge, die man sich da machen kann. Es gibt keine Beweise, dass es so ist, aber es ist natürlich sehr faszinierend, sich das vorzustellen, dass, sagen wir einfach mal pauschal, vor 10.000 Jahren Außerirdische hier gelandet sind und unsere Vorfahren dachten, mein Gott, was sind denn das für komische Leute, die da vom Himmel kommen? Die müssen ja Wahnsinn, also es müssen ja Götter sein. Das ist ja die Grundidee der Präastronautik seit über 100 Jahren, so einmal gerundet, ist das ja tatsächlich mal immer in der Diskussion in Science Fiction, und ihr kennt natürlich auch die ganze Literatur und vielleicht sogar die Serie Ancient Aliens, die ich übrigens nicht schaue, das ist mir doch ein bisschen zu heftig. Aber wann mag das alles angefangen haben? Wann kamen sie wirklich auf diesen Planeten, wenn sie überhaupt auf diesen Planeten gekommen sind? Und hier ist ja vor einiger Zeit eine Harvard-Studie in großen Anführungszeichen in der Diskussion und im Mainstream auch gewesen. Und zwar behaupten die Autoren dort in dieser Studie, in diesem wissenschaftlichen Aufsatz dort, in diesem spekulativen Aufsatz, muss man ganz klar unterstreichen, dass hinter dem Phänomen der UAPs, / der UFOs, gar nicht irgendwelche Aliens stecken, sondern vielleicht irgendwie Vorfahren von uns, die vor undenklichen Zeiten untergegangen sind und sich heute im Erdreich verbergen oder in anderen unzugänglichen Gegenden. Die Studie werde ich euch übrigens unten einmal verlinken. Aber dass es vielleicht auch doch Außerirdische sein könnten, die tatsächlich irgendwie sich vor uns verbergen, auf unserem Planeten selbst, im Erdinneren halt wieder, und nicht irgendwie von A nach B durchs Universum fliegen mit ihren Raumfahrzeugen. Das wurde da diskutiert, so als quasi als, naja, Gegenthese zu der üblichen Interpretation, das alles sei Quatsch oder das alles seien halt Aliens, ganz normal, die sich durch den Raum bewegen, oder das alles sei ein Irrtümer und so etwas. Wie gesagt, ich werde euch unten in der Beschreibung mal diesen spekulativen Aufsatz dort in dieser schlauen Akademiker verlinken. Das ist natürlich sehr spannend. Sie schreiben ja selber auch abschließend, all das lässt sich nicht beweisen und das wären nur theoretische Überlegungen, aber halt in einem wissenschaftlichen Gewand, in einem wissenschaftlichen Korsett publiziert. Aber über so eine versunkene Urkultur, die sich irgendwann vor Jahrmillionen vielleicht auf diesem Planeten selbst einmal ausgelöscht hat, wurde schon vor über 100 Jahren spekuliert. Dazu werde ich euch unten natürlich in der Beschreibung auch noch mal ein Video verlinken, was ich dazu online stellte. Und zwar nicht von irgendwelchen verrückten Leuten, von irgendwelchen Mystery-Files-Anhängern oder so etwas, sondern von einem Pionier der Atomforschung, von einem Nobelpreisträger. Und zwar ist das gewesen Frederick Soddy. Er hat zum Beispiel in seinem Buch über die Interpretation des Radiums 1909 schon geschrieben, dass es vor Jahrmillionen eine Menschheit gegeben haben könnte, die sich selber auslöschte, und zwar durch die unachtsame Nutzung der Atomenergie. Diese erste Menschheit, die, wie er da in seinem Buch schreibt, die hätte vielleicht sogar schon zu den Sternen reisen können oder hätte schon andere Planeten besiedeln können und also etwas. Das ist überaus spannend, denn diesen Soddy, den kennt man als Pionier der Atomforschung und der Erforschung des Radium. Aber dass er tatsächlich solche Spekulationen damals 1909, um das noch einmal zu unterstreichen, publiziert hat, das ist eigentlich kaum bekannt. Natürlich gibt es da auch, er schreibt es ja auch selber in seinem Buch, keine Belege, aber diese Annahme wäre durchaus gerechtfertigt. Da es ja schon über 100 Jahre her ist, da wurde gerade mal so ein bisschen so angeklopft, was ist das überhaupt, diese Atomkraft, was ist Radium, Uran, was kann man damit alles machen? Aber er war da schon ein Vordenker und auch ein Vordenker in Sachen Grenzwissenschaft, Spekulationen, Mystery Files und so weiter und so fort. Und ich bin sicher, viele von euch hier, die dieses Video sehen
oder die mich auch abonniert hat, ihr seid auch Science-Fiction-Fan und ihr kennt natürlich auch die Alien-Reihe und hier speziell den Film Prometheus. Da sieht man das ja wunderbar an Anfang des Films Prometheus, finde ich übrigens sehr gut, den Film, wie Außerirdische ihre Gene in die Evolution der Urerde, des Urlebens auf diesem Planeten einbringen. Das sind so die Anfangsszenen dieses Filmes. Das heißt, hier ist quasi unser Planet ein großes Experiment einer ultra super intelligenten außerirdischen Spezies. Und das ist natürlich ein Film von Hollywood, der allerdings existierende Gedanken und Spekulationen aufgegriffen hat in diesem Film Prometheus, der ja tatsächlich quasi ein Präastronautik-Film ist. Und immer wieder wird vor allen Dingen in den letzten Jahren und auch online selbstverständlich die Idee hervorgebracht, kann es sein, dass seit Millionen oder vielleicht seit Milliarden von Jahren unser Planet von einer multidimensionalen oder außerirdischen Spezies gelenkt wird, als Labor genutzt wird, quasi als Versuchslabor Erde. Und natürlich ist das ein verlockender Gedanke, sich einmal vorzustellen, vor Millionen von Jahren kamen schon Außerirdische nach hierhin und haben gezielt in die Evolution auf diesem Planeten eingegriffen. Ob es so war, wir wissen es nicht, wir waren ja alle nicht dabei, aber diese Gedanken, die ich gerade sagte, die in den letzten Jahren auch auf dem Buchmarkt und in Online-Publikationen immer mal wieder angeführt werden, die sind natürlich auch in der Szene der Grenzwissenschaft und Präastronautik nicht neu. Und hier fiel mir nebenan in meinem Archiv kürzlich ein Magazin in die Hände, als ich das mal wieder neu sortiert habe, und zwar das Magazin Ancient Skies. Und das ist schon von, also diese Ausgabe von 1994. September, Oktober 1984. Und dieses Magazin, es gibt es heute nicht mehr. Das heißt heute Sagenhafte Zeiten, sagenhaftezeiten.com ist die Seite. Das ist so ein Forschungsverein, der sich den Themen der Präastronautik widmet, und zwar die Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI. Aber dieses Magazin hieß früher Ancient Skies und ich habe da hunderte von Ausgaben von, aber hier hat der Geologe und UFO-Forscher Dr. Johannes Fieback einen Artikel drin publiziert. Nun gut, viele Artikel hat er publiziert, er lebt heute nicht mehr. Vielleicht kennen einige von Ihnen den Johannes Fieback noch als UFO-Forscher, als deutscher UFO-Forscher, der sich vor allem in seinen späteren Jahren dem Thema der UFO-Entführungen angenommen hat. Aber er hat in diesem Beitrag dort, den er dort publiziert hat, 1984, eine Frage gestellt, die hochinteressant ist. Und zwar heißt dieser Artikel das Rätsel der Ediacara-Fauna. Ediacara-Fauna, was ist denn das schon wieder für ein Kram? Aber diese Ediacara-Fauna, das ist in der Urzeit unseres Planeten eine erdgeschichtliche Epoche gewesen, vor dem Kambrium. Kambrium kennt ihr vielleicht, das Kambrium ist vor allen Dingen auch bekannt durch die Trilobiten zum Beispiel, solche Krebstiere und so etwas. Aber davor hat es die Ediacara-Fauna gegeben und die gibt bis heute tatsächlich Rätsel auf. Nicht nur 1984, als der Johannes diesen Artikel publiziert hat, sondern tatsächlich machen sich heute noch Forscher, Wissenschaftler Gedanken darüber, was hat es mit dieser seltsamen Fauna zu tun. Denn diese Fauna ist extrem seltsam gewesen. Denn die sogenannten Ediacaras, so nennt man die Lebewesen, die damals existierten, vor rund 500 Millionen Jahren, 550 Millionen Jahren, da wollen wir uns mal auf 10 Millionen Jahre auch nicht drauf festlegen, die waren irgendwie, als wenn sie von einem anderen Planeten stammen würden. Und dann kam es zur sogenannten kambrischen Explosion. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber dann begann das Zeitalter des Kambriums und da waren auf einmal vollkommen andere Lebewesen auf diesem Planeten. Und diese Ediacaras, die waren auf einmal alle verschwunden. Und der Johannes Fieback hat halt in diesem Artikel die Spekulation aufgestellt, beziehungsweise geht den Gedanken nach, kann es sein, dass unser Planet ein Großlabor von Außerirdischen ist, die hier quasi das Leben ausgelöscht haben, beziehungsweise ausgetauscht haben. Interessante Spekulation. Wir wollen natürlich dann nicht näher darauf eingehen, ob es dazu Beweise gibt, weil die gibt es halt nicht. Aber die Gedanken sind natürlich faszinierend. Das ist ja das Gute an den Mystery Files, an der Grenzwissenschaft. Aber diese Ediacara-Fauna mit den Ediacaras, wie diese Lebewesen hießen, die hat sich der Johannes Fieback als Geologe natürlich nicht selber irgendwie aus den Fingern gesogen, ausgedacht. Die gibt es tatsächlich, beziehungsweise gab es tatsächlich.
Und mehr oder weniger wie aus dem Nichts sind dann zum Beginn des Zeitalters des Kambrium dann die neuen Lebewesen auf diesem Planeten gewesen. Schon 1984 hat Professor Adolf Seilacher von der Universität in Tübingen, also hier in Deutschland, geschrieben, das Konstruktionsprinzip dieser Ediacara-Wesen ist so wenig vergleichbar mit den Bauprinzipien aller späteren und heutigen Vielzeller, dass sie eigentlich eher die Lebensform darstellen könnten, die wir immer auf irgendwelchen Planeten im All vermuten. Nun, nach dem Ediacarum genannten Zeitalter folgten halt diese neuen Lebewesen, diese vollkommen neuen Arten mit dem Beginn des Kambrium. Aber wie es genau dazu gekommen ist, das ist bis heute ein Rätsel. Am 4. Dezember 1995 hat sogar das weltberühmte Time Magazine daraus eine Titelstory gemacht, und zwar Evolution's Big Bang, also der Urknall der Evolution, und hat sich dem Thema nochmal angenommen. Was ist denn da passiert und wie kann es sein, dass alle Lebewesen auf einmal verschwinden, so plötzlich, quasi durch eine kambrische Explosion, weil das Kambrium dann anfing. Explosion ist also nicht jetzt mal in Millisekunden quasi geschehen, sondern das dauerte schon Jahrmillionen, aber geologisch auf das Alter der Erde gesehen oder übertragen ist es natürlich quasi explosiv. Aber die haben es tatsächlich auch schon damals zum Titelthema gemacht. Und das ist natürlich schon einige Jahre her, und heute wird auch mehr oder weniger bezweifelt, diese kambrische Explosion, ob sie wirklich so schlagartig geologisch gesehen tatsächlich vonstatten gegangen ist oder ob das quasi ein fließender Übergang ist und diese früheren Funde und Fossilien einfach nur falsch interpretiert wurden. Aber es ist tatsächlich bis heute offen, warum diese Ediacaras ausstarben und was genau beim Übergang zum Zeitalter des Kambrium auf diesem Planeten geschehen ist. Hier haben die Forscher nur einige Vermutungen. Sie können da auch nur spekulieren. Das tun sie ja auch ganz gerne, auch wenn sie sagen, das ist Wissenschaft. Aber es ist vielfach dann auch Spekulation. Vielleicht führt eine rasante Magnetfeldumpolung unseres Planeten dazu, dass diese Ediacaras plötzlich verschwanden, diese fremdartigen Lebewesen. Oder vielleicht hat sich ganz einfach die Chemie der Ozeane auf diesem Planeten geändert. Vielleicht durch Vulkanismus, durch Vulkanismus in den Meeren, dass sich die Chemie geändert hat und diese Lebewesen konnten da nicht mit umgehen und dann sind sie dann alle verstorben und sind alle ausgestorben, bis das Kambrium begann und die Evolution quasi dachte, oh, wir müssen mal neu anfangen, natürlich überspitzt gesagt, versteht ihr mich aber schon, und dann die Evolution von neuem begangen und das Leben von neuem begangen mit Spezies, aus denen wir uns dann immer nach und nach entwickelt haben. Denn diese seltsamen Ediacaras, die sind quasi wie vom Himmel gefallen und haben überhaupt keine Ähnlichkeit mit den Lebewesen, die später existieren. Überhaupt keine ist natürlich auch wieder etwas übertrieben gesagt, aber sie unterscheiden sich dann schon von der Biologie her enorm. Mark McMinium, das ist ein Geologe aus den USA, der hat schon 1998 gesagt, hier ist eine Form von Intelligenz ausgelöscht worden, die sehr, sehr anders war als heutiges Leben. Die Ediacara-Wesen sind ein zweites Experiment des Lebens. Diese Formen erhöhen dramatisch die Möglichkeit intelligenter Organismen auch auf anderen Planeten. Das klingt erstmal schon wahnsinnig spektakulär, muss man schon so sagen. Aber natürlich waren diese Lebewesen keine intelligenten Lebewesen, so wie wir uns eine Intelligenz vorstellen. Aber in der Tat hat er recht, man könnte das ja übertragen auf irgendwelche Ozeane, vielleicht Eisozeane, sogar in unserem Sonnensystem. Vielleicht kann da so etwas keuchen und fleuchen und existieren. Keuchen in Anführungszeichen, die leben ja unter Wasser. Aber das Rätsel bleibt tatsächlich bestehen. Ihr kennt vielleicht die Internetseite Scinex, die hat noch 2019 über das Rätsel der Ediacara-Fauna in einem Artikel umfangreich berichtet. Auch diesen werde ich euch unten in der Beschreibung verlinken. Und da heißt es zum Beispiel dort auf dieser Seite: Ein weiteres Rätsel der Ediacara-Fauna ist die Frage, woher diese Wesen so plötzlich kamen und was aus ihnen wurde. Was war der Auslöser dafür, dass sich plötzlich aus mikrobisch kleinen, einzelligen Lebensformen größere, komplexere Organismen entwickelten? Und genau das ist bis heute die Frage, was ist damals geschehen? Wir haben alle keine Zeitmaschine, falls ihr eine habt, bitte unten in den Kommentaren schreiben, wann ich mal vorbeikommen kann. Aber wir waren nicht dabei, wir wissen nicht, was geschehen ist. Woher
kommen plötzlich diese Ediacaras? Haben sie tatsächlich irgendwelche super Außerirdischen, wie es halt auch der Johannes Fieberg da 1984 spekulierte, haben sie das hier manipuliert? Haben sie es genetisch manipuliert, das Urleben auf der Urerde? Oder wissen wir einfach noch viel zu wenig über unseren Planeten, über die Entwicklung des Lebens und über die verschiedenen Weltuntergänge, die es ja gegeben hat in Sachen Massenaussterben? Beste Beispiel natürlich vor 66 Millionen Jahren das Ende der Dinosaurier und vieler weiterer Lebewesen und Pflanzen, die es dort gegeben hat. Da solche Katastrophen, solche Massenaussterben hat es ja immer wieder gegeben. Aber es ist hochinteressant, sich mit solchen Gedanken einmal zu befassen und einfach mal darüber nachzudenken, was wäre, wenn und könnte das tatsächlich sein. Rein theoretisch, da muss man wirklich jetzt ganz nüchtern da mal drauf schauen auf die Ediacaras. Rein theoretisch ist das möglich, dass schon vor einer halben Milliarde Jahre hier Außerirdische angekommen sind und sagt, no, der Planet sieht ganz lustig aus, lass uns da mal ein bisschen rummanipulieren und sind dann wieder verschwunden oder so. Das wäre tatsächlich rein theoretisch möglich, aber ob wir das jemals nachweisen können, ist natürlich eine andere Frage. Wenn jetzt irgendwann mal hier die Außerirdischen ankommen und landen hier und sagen, hallo, wir kommen vom Planeten XY und so, dann könnte man ja vielleicht fragen, ey du Alien, warst du schon mal vor einer halben Milliarde Jahre hier? Er wird vielleicht sagen, ja, das war mein Opa oder so. Oder sagt, nein, euer Planeten haben wir noch nie entdeckt. Dann könnte man aber wieder sagen, ich spekuliere ein bisschen rum, aber dann könnte man ja wieder sagen, oh gut, dann war es halt eine andere Spezies, nicht diese Spezies, die uns jetzt gerade besucht. Ihr seht schon, das ist Hollywood-Stoff, das ist Science-Fiction, aber es ist trotzdem spannend und da es ja theoretisch in der Theorie so viel möglich durchaus vorstellbar ist, wollte ich euch dieses Thema einmal ein bisschen näher bringen. Und was haltet ihr von dieser Idee? Was haltet ihr von solchen Spekulationen? Gebt mal ein Feedback und wenn euch so etwas gefällt, gerne auch einen Daumen hoch und ein Abo. Dann sage ich mal tschüss ihr Lieben, wir sehen uns irgendwo draußen in der Ediacara-Fauna oder in einer anderen Fauna. Ciao, tschüss, euer Lars.